Florian Silbereisen hat gerade ohne Helene Fischer seinen 40. Geburtstag gefeiert. Florian hat kürzlich verraten, dass er Helene direkt angerufen hat, um sie zu einer Geburtstagsfeier einzuladen. Aber sie lehnte rundweg ab. Helene scheint mit ihrem neuen Liebhaber Thomas Seitel sehr leidenschaftlich zu sein. Florian ist 40 Jahre alt, ein berühmter Gastgeber. Also ist es Zeit zu heiraten und Kinder zu bekommen. Vor kurzem wurde eine junge, schöne Blondine gesehen, die im Floreshaus an- und ausging. Höchstwahrscheinlich ist dies seine neue Liebe. Ich hoffe, er wird immer glücklich sein und unsere Fans werden eines Tages heiraten und ein glückliches Leben führen. Was muss das für eine außergewöhnliche Frau sein? Die Frau, die nach Helene Fischer kommt. Die neue Freundin von Florian Silbereisen muss nicht nur attraktiv und talentiert sein, sondern auch ganz stark. Und zwar mental. Denn sonst würde sie die ständigen Vergleiche mit ihrer Vorgängerin niemals aushalten. Diese neue Freundin, sie wird stets daran erinnert werden, wem Flores Herz vor ihr gehörte. Und sie muss auch damit zurechtkommen, dass Helene noch immer einen großen Teil seines Herzens einnimmt. Unsere gemeinsame Zeit wird uns immer verbinden und ich bin sehr dankbar für diese wunderbare Freundschaft, schwärmte Florian vor einiger Zeit noch. Während sie gleich nach der Trennung schon Thomas Seitel als ihre neue Liebe vorstellte, geht Flori seit 3 Jahren alleine durchs Leben. Alles, was ihm bleibt, ist die Erinnerung an diese große Liebe. Und bei jedem Blick in den Spiegel denkt er zurück. Denn auf seinem Oberarm trägt er noch immer eine Tätowierung, die Helene zeigt. Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo nur im geringsten zu entfernen, sagt er energisch. Ihre Liebe mag platonisch geworden sein, aber sie ist immer noch da. Auch damit muss seine neue Freundin zurechtkommen. Welche Frau möchte das? Selbst Beatrice Egli, die seit Jahren auf Männersuche ist und die sich mit Florian bestens versteht, winkt ab. Nein, seine neue Freundin sei sie nicht. Wir hoffen nur, dass Florian bald seine neue Freundin bekannt gibt und hoffen, dass er glücklich bleibt.